So, meine Freunde, willkommen zurück zu Luffy, du bist Ranch. Bams! Nach nicht mal 20 Sekunden oder so ein Scheiß. Bams! Und Stelle Nummer 3 und. Fies! Fies, fies, fies! Da musst du noch irgendwo eine Öffnung geben. Eine Öffnung, komm schon! Weil sonst habe ich ein Problem. Schön. Was bringt das jetzt aber? Ach, darf ich das ja nach diesem lustigen Prinzip machen? Das wäre schon ganz herrlich. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Wahrscheinlich dürfen nur ein paar bestimmte Schalter gedrückt sein. Okay, dann muss ich mal jetzt. Oh nein, jetzt habe ich das wieder auf diesem Prinzip angenommen, in diesem verkackten Raum. Ich glaub's ja nicht. So, dann lassen wir die mal kurz offen. Den machen wir zu. Und bams. Hat schon mal nichts gebracht. So, ups, das war jetzt aber dumm von mir. Oh, das kann jetzt auch nur sich um Jahre handeln. So, bums, nein. Nein. Eigentlich auch nicht. Und dann muss ich in einer bestimmten Reihenfolge drücken, ich glaube hier nicht. Oh, das dauert aber gar nicht lange. Nö, ich hab nicht wirklich eine Ahnung. Sorry, wenn das gerade ein wenig monoton ist, aber. Hä? Muss ich doch eine Reihenfolge machen. Huh. Ich check das Rätsel nicht, Manu. Freunde, ich hab keine Idee. Hä? Oh Mann, ohne Witz, was soll denn eine Sekunde? So, Freunde, und da bin ich auch schon wieder. Und ich habe mich mal kurz ausgeguckt und ja. Was passiert, wenn alle Chat unten sind? Ganz richtig. Tada! Oh Gott, das war jetzt aber heldenhaft von mir. So, mal sehen, hat ein Krabbeltöter. Für einen Krabbeltöter tue ich den ganzen Mist. Mal sehen, gleich da. Stark gegen Insekten. Da finde ich Bomber besser. So. Das ist der Schlüssel, aber werde ich noch nicht reingehen. Weil erstmal geht es wieder zurück und mich mit Zauberkrug
Krügen und sonstigen Firlefanz ausstatten, weil jetzt musste ich hier doch schon arg in meine Tasche greifen und ich hätte dann auch gerne ein bisschen was. Da, 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 und ich schlafe jetzt einfach mit, weil ich kann. So. Mein Herz ist immer noch ein bisschen rau, verzeiht, ich bin immer noch ein wenig krank. Leider. Ich nehme es ja immer alles so an den nächsten Tagen mal mit auf. Und ich kann keinen Dings verwenden, von daher tschüss. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 911, das sollte ausreichen. Ausreichend sein. So, da. Okay, gut, mit der Taste kann ich aber nicht sprinten. Alles klar. Willkommen, hier gibt es alles, was ihr braucht. Kaufen. Okay, Kraftwasser habe ich. 23, das reicht doch. Zauberkrug? Hallo? Wie fies ist, gibt hier nichts. Nichts. Oh, das ist jetzt aber doof. Das ist doof. Okay, Freunde. Merkt euch, verprasst nicht eure Mana, so wie ich das getan habe. Scheiße. Deswegen hat man den bekommen. Für Notfälle wahrscheinlich. Oh, und ich hab voll verprasst. Ach du Kacke. Naja. Ist jetzt halt passiert. So. Und wann ich wohl jemals einen Speicherpunkt erreichen werde, ist ja auch mal fraglich. Naja. Dafür haben wir 23 Kraftwasser. Das wird für den Anfang auch reichen. Und jetzt sind wir die ganze Gegner da. Nein. Ich möchte erst nur ungern kämpfen, weil ich für den Boss relativ voll sein möchte. Ich würde mal sagen, dass da der Boss kommt. Bis mein Level hat aber sowieso noch ein kleines Weilchen und solange möchte ich jetzt hier auch nicht. Ach, jetzt habe ich mir den ganzen Geld gemacht. Nee. Ja. Ey, ja, wie fies. Ach komm, einfach Bombe, Bumm. Ja, na, wenigstens hat stark viel getötet. So. Und Bums. Und tot. Da, 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 da. Tschüss. Ah. Ach so. Okay, ich habe das neue Kasten gesucht mit der Mechanik, aber wird schon. Oh, wenn sowas nochmal kommt, dann bin ich bestimmt. Was zum Geier? Flucht wird mir lieber gefallen, danke. Weg mit dir, juhu! So, like Ninja. Ninja! Was heißt das jetzt nochmal? Los, die Geräte machen noch, Gottchen. Nur der Frosch eigentlich gefällt, weil er so schnell ist, aber seine Route lässt sich ja leicht berechnen. Ich rate mal, wo die Sachen sind. Ach, muss ich das sowieso nicht machen. Woohoo. So. Nun dann, was würden folgen? Mehrschlüssel benutzt. Schön. Aha. Ich bin ein Obertrottel. So, schaut doch ganz klar nach Bossfight. Auf welches Level bin ich denn? Level 8. Ich hoffe, das reicht. So. Let's go. Das sieht aber ja relativ gleich aus. Naja. Wer bist du? Ich heiße Eros und bin der Sohn Maxims. Ich bin gekommen, um nach den Dorfwälzen zu sehen. Du bist der Maxims Sohn? Ja, was mit dem Ältesten? Bitte helf mir! Ein Mann hält mich nun bereits seit 3 Tagen gefangen! Hier ist aber kein Mann. Von war noch da, aber dann ist er verschwunden. Ich bitte euch, helft mir! Du hast den Mann gehört. Jawohl, das habe ich. Also, auf geht's! Okay. Sklave erscheint. Bomber. Und was kann denn der liebe Remus? Magie? Nichts. Gut. Wirbelt um sich Bams und Bams. Und Ramos verfehlt. Sehr gut. Ach nee, der Sklave hat verfehlt. Und Bam! Scheint auch Nahkämpfer zu sein. Sag an. Bam und Bam und Bams. Keine Chance, meine Freunde. Hihihi. Sklaven kämpfen auch noch. Ach ja. Sehen sie sich toll aus. Warum hat Remus so angegriffen? Lass doch den Lieben in Ruhe. Und Bomber geht das Eis in Zacken schneller. So. Oh, 14 Schaden. Okay. So. Oh, okay, Remo wird schon mal zum Nahkämpfer. Er hat nämlich keine Magiepunkte. Das ist doch jetzt schon. So. Bams. Boah, na endlich. Der ist ja wieder gestorben. Bams. Nimm das mal. Sklave schlägt zu. Okay, nicht wirklich ein Match, aber naja.
Und wir hätten einen Nahkämpfer zu anfangen. Ah, mich das jetzt so freut. Sklavenstein. Geht es euch gut? Ich danke euch. Ich bin erschöpft, aber sonst geht's mir gut. Lasst uns den Dorfwächter zurück nach Melan bringen. Tada. Also, der Dorfwächter ist jetzt wieder in Sicherheit. Jetzt würde ich gerne wissen, was du in der Höhle gemacht hast. Erst einmal, ich heiße Remus und komme aus einer Stadt im Norden. Vor einigen Tagen ist dort ein rotes Licht erschienen. Und kurz darauf war mein Dorf zerstört. Und dir ist nichts passiert? Ich war zu der Zeit auf einem Schiff. Ich habe herausgefunden, dass ein Mann mein Dorf zerstört hat. Seine Spur führte mich schließlich hierhin. Allein als ich ihn sah, hat er sich frei aus dem Staub gemacht und mir nur zwei seiner Diener hinterlassen. Dann bist du aufgetaucht. Das klingt beunruhigend. Ich würde gerne mehr über diesen Mann erfahren. Darf ich dich begleiten, Remus? Es wäre mir eine Ehre, mit dem Sohn Maxims reisen zu dürfen. Remus hat sich hier angeschlossen. Nein, wir nennen uns vor der Liebe. Gut. Da schmeißt also der Mann, der liegt im Sterben, das ist schön. Warum kann ich hier Kleider und so einen Scheiß kaufen? Es sei denn, jetzt natürlich Remus ist ein Mädchen, war natürlich die Synchro hatte 1A. So. Was zum... Was? Warum so geil bleibt er? The fuck? Willkommen, hier gibt es alles, was ihr braucht. Zum Geier. So. Alles klar. Ausrüstung. Ramos hat einen Degen. Krabbeltöter, mein Freund. Kein Schild. Bams. Sklavenstein erhöht den Angriffswert ein wenig. Um 6. Jo, komm. Wie viel Angriff habe ich denn jetzt? 51. Hui, ich habe weniger. Der ist dann um 3 statt um 6. Naja, was soll's. So, welchen Level sind Remus? 6. Alles klar. Gut, aber meine Freunde, ich würde mal sagen, das sollte für den Anfang noch reichen. Joch, Remus. The fuck? Ich muss jetzt noch irgendwo gucken, ob ich wo speichern kann. Wo kann ich denn speichern zur Hölle? Hä? Ich check's nicht. Ist das dumm? Oh, Freunde, ich renn einfach wieder zum Speicherpunkt. Bis dann, ciao.